Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es endlich den lang ersehnten Teil 2 meines Room Makeovers. Und zwar ist bei mir ja das Schlafzimmer, das Wohnzimmer und das Büro in einem Zimmer. Und falls ihr den ersten Teil des Room Makeovers noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch den hier oben, da schaut da gerne mal vorbei. Und im zweiten Teil heute geht es mehr um den Feinstift und um die Dekoration. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Viel Spaß! Und zunächst hatte ich mich dann von ein paar Möbeln verabschiedet, und zwar von dem großen Glastisch und von der Anbauwand. Da hatte ich über eBay Kleinanzeigen Interessenten gefunden und deswegen habe ich die Möbel dann einmal abgebaut, alles sauber gemacht. Genau. Und als die sperrigen Möbel dann draußen waren, habe ich mich als nächstes um die Wände gekümmert. Dübel, Haken, Schrauben einmal rausgezogen und anschließend mit Spachtel die Löcher verputzt. Und weil ich noch einiges von der beigen Wandfarbe übrig hatte, habe ich mich dazu entschlossen, auch die letzten beiden Wände noch in der Farbe zu streichen. Und während die eine Wand noch trocknen musste, habe ich mich an der anderen Wand um die Bilderleiste gekümmert. Die sollte nämlich direkt übers Sofa kommen. Und nach ein paar Stunden konnte ich dann das Klebeband abziehen und die zwei weißen Kommoden an die Wand stellen. Und als nächstes ging es dann mit dem Aufbau eines Schuhregals weiter. Für den Raumteil habe ich mir von IKEA 5 Körbe aus Seegras besorgt. Da passt richtig viel rein und das Regal sieht von außen so immer aufgeräumt aus. Und dann ging es auch schon an den Feinschliff. Und bei der Dekoration habe ich viel mit Pflanzen gearbeitet und ein paar Goldakzente gesetzt, sodass ich einfach noch mehr diese Boho-Vibes in das Zimmer bekomme. Und für die größeren Zimmerpflanzen habe ich bei IKEA so goldene Übertöpfe mitgenommen, weil die einfach perfekt in das Konzept gepasst haben. Und beim perfekten Boho-Look darf natürlich ein Makramee-Wandbehang nicht fehlen. Und hier ist gerade auch was Cooles angekommen, und zwar habe ich mir im Internet so Poster bestellt und ich werde die jetzt mal auspacken und dann kommen die gleich in die Bilderrahmen rein. Und auch bei den Postern habe ich darauf geachtet, dass die Farben sehr natürlich gehalten sind, sodass sie auch zum restlichen Raumkonzept passen. Und dann habe ich die Bilder zuerst einmal auf dem Boden alle ausgelegt, um zu schauen, wie passen sie am besten zusammen, bevor ich sie dann an die Wand angebracht habe. So, und jetzt wird's Zeit für den großen Vorher-Nachher-Vergleich.
So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mich auf jeden Fall die letzten 7, 8 Monate hier sehr wohl gefühlt. Nächsten Monat steht zwar ein Umzug an, aber das Positive daran ist, dass es wieder ganz viel neuen Content geben wird, viele neue Room Makeovers, DIYs, und da nehme ich euch natürlich überall mit. Und deswegen würde ich sagen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne jetzt, abonniert auch die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.